Willkommen hier aus der Coface Arena in Mainz. Wir befinden uns hier am 31. Spieltag zu Gast in Mainz. Bei der Partie FSV Mainz 05 gegen den Hamburger Sportverein. Der 10. der Tabelle trifft auf den 16. Hamburg auf dem Relegationsplatz. Und für die geht es natürlich um den Klassenerhalt der ersten Fußball-Bundesliga. Mal sehen, ob sie das schaffen. Es sind ja nicht mehr viele Spieltage jetzt bis zum Saisonende. Und bis dahin müssen sie diesen Klassenerhalt sicher haben. Und Relegationsplatz wäre schon bitter. Besser wie direkter Abstieg. Aber trotzdem müssen sie dann in die Relegation. Von daher muss alles jetzt dran gesetzt werden, hier zu punkten in Mainz. Also hier von den Mainzern die Startformation. Es ist leicht bewölkt an diesem Sonntagnachmittag. Der Hamburger SV auch mit der Startformation hier. René Adler ist im Tor für Drobny. René Adler. Und die Mainzer haben Anstoß. Also Mainz in Rot-Weiß von links nach rechts in der ersten Halbzeit und in den Auswärtstrikots hier die Hamburger in dem Orange-Schwarz von rechts nach links. Baumgartlinger auf Geis. Flanke rein. René Adler fängt den Ball. Der HSV muss auf jeden Fall jetzt hier alles geben. Sie haben ja wirklich keine gute Saison gespielt. Sie stehen ja, wie gesagt, noch auf der Kippe. Sie haben die letzten 5 Gastspiele mit 1 zu 18 Toren verloren. Also das ist eine Tordifferenz. Das ist schon heftig. Und das muss sich heute ändern, wenn sie in der ersten Liga nächstes Jahr weiterspielen wollen. Rosinski. Jairo flankt Co. Und dann kriegt er den Ball da nicht. Es gibt Einwurf für die Hamburger. Westermann. Mali. Okazaki. Okazaki hat den Ball noch. Jetzt ist er im Aus. Es gibt aber einen Eckball für die Mainzer. Erster Eckball in dem Spiel hier in der 18. Minute. Und da faustet er den Ball noch weg und dann steht er nicht im Kasten. Mann, oh Mann, was war das denn für eine Situation?
Da stand noch ein Hamburger Spieler am Eckpfosten des Tors und konnte den Ball dann noch mit dem Kopfball abwehren. Aber das war jetzt richtig gefährlich. René Adler hat den Ball da beim Wegfausten hat er sich da hingelegt. Ist da weggerutscht anscheinend. Und war da nicht im Tor. Das war richtig gefährlich. Und jetzt die Hamburger. Mit einem Angriff hier. Olic. Ja, der kommt nicht an. Da kommt auch keiner, kann sich dagegen durchsetzen. Okazaki auf Baumgartlinger. Und Co. steht da. Jetzt auf Okazaki. Mali auf Co. Okazaki! Und super Parade von René Adler da, der das noch abwehrt. Ah, es war auf jeden Fall ein guter Schuss. Aber auch super gehalten. Von Adler. Also Mainz macht das ganz gut. Die machen ziemlich Druck. Bis jetzt ist aber noch kein Tor gefallen. Weiterhin 0:0. Aber trotzdem macht Mainz es aktuell besser wie der HSV. 3 Minuten jetzt vor der Pause. Und jetzt der HSV mit einer Wahnsinnsmöglichkeit. Das war ein Lattentreffer. Wahnsinn. Nach dieser Flanke da kam der Ball super da an und der Schütze hatte dann freies Flugfeld sozusagen für den Kopfball. Also richtig gut. Und jetzt nochmal Flanke. Und es war aber relativ weit drüber und jetzt ist auch Halbzeitpause 0:0 zwischen dem FSV Mainz 05 und dem Hamburger SV. Wir haben jetzt erstmal Halbzeitpause und gucken uns die Pausenstatistik an. So, 2:2 Schüsse, 0:0 Schuss aufs Tor, 49-51% Ballbesitz, 4:4 Zweikämpfe, 1:0 Ecken, 0:0% Schussgenauigkeit und 92-90% Passgenauigkeit. Also ausgeglichener geht es eigentlich gar nicht. Und ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Es gibt eine Auswechslung beim HSV. Müller kommt ins Spiel und Stieber geht. Die zweiten 45 Minuten. Mal sehen, wer hier am Ende die Oberhand hat. Die Statistik jetzt zur Pause hat ja gezeigt, dass es doch noch ganz ausgeglichen war. Für meinen Geschmack war es mehr auf der Seite der Mainzer, aber kann sich alles schnell ändern.
Jetzt gibt es, glaube ich, einen Eckstoß für den HSV. Genau. Und jetzt kommt der Ball genau an den Kopf des Stürmers. Und dann ist er drin. Super Kopfball. Mann, total unerwartet. Was ein Teil. Wahnsinn. Luis Holtby bringt die Hamburger in Führung. 1-0. Mann, oh Mann, war das jetzt aus dem Nichts heraus. Hier sieht man es nochmal. Relativ weit weg sogar vom Tor. Ganz lässig hochgesprungen, zack, und eingenetzt. Richtig guter Kopfball und ja, super gemacht. Hier auch die Auswechselspieler applaudieren da. Also für den HSV auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Olic. Also die Hamburger sind jetzt hier am Zug. Man merkt es richtig. Das hat den jetzt richtig Aufwind gebracht, dieses 1-0. Die pushen jetzt hier immer weiter. Rosinski, Geis. Ah, der Ball kam nicht an. Okazaki auf Geis. Und der wird da gefoult. Im Strafraum gefoult. Es gibt einen Elfmeter. Das gibt einen Elfmeter für die Mainzer und es gibt eine gelbe Karte gegen Rajkovic. Ganz klares Foul hier am Stürmer. Geis war gerade im Schuss und dann werden ihm da die Beine weggezogen. Ganz klarer Elfmeter jetzt für die Mainzer. Es gibt eine Auswechslung bei Mainz. Christian Clemens kommt ins Spiel. So, Spieler Geis, also der Gefaulte, er läuft an und ist drin. Ausgleich, 1-1 in der 61. Minute hier zwischen Mainz und Hamburg. Gut verwandelt. Hier sieht man es mal in der Wiederholung. Arena Adler war da ein bisschen zu tief. Die Ecke war richtig, aber halt zu tief. 1-1. Jetzt wird es mal richtig spannend. Vorteil für Mainz. Ja, die Flanke war völlig für den Arsch. Luis Holtby auf Müller. Ah,
Holpi jetzt. Holpi im Strafraum. Olic, da sind nicht so viele Verteidiger. Und ein richtig guter Schuss. Super Parade, Nachschuss. Und der geht ins Aus. Das müsste jetzt einen Eckball, glaube ich, geben. Hier kommt nochmal die Wiederholung. Matthias Ostroletsk kriegt eine gelbe Karte. Ne, und es gibt Abstoß. Kein Eckball. Jetzt noch ungefähr 20 Minuten dann plus Nachspielzeit. Also noch alles ist möglich. Okazaki nimmt den Ball an. Co. Ja, der Ball geht ins Aus. Es gibt einen Einwurf für Mainz, glaube ich. Soto kommt für Mali ins Spiel beim FSV Mainz. Oh wei, was war das denn? Ganz, ganz schwerer Fehler und Schusstor. 2-1 Mainz. Was war das denn für ein Fehler da? Totaler Passfehler, kompletter Aussetzer da in der Hintermannschaft des Hamburger SV. Komplett verdusselt. Diese Ballannahme. Und dann leichtes Spiel für die Mainzer. Also schwerer Fehler der Hamburger. Daher jetzt 2-1. Hier sieht man es. Okazaki. Zehn Minuten vor Schluss. Also noch ist alles möglich. 2-1. Mal sehen. Lasogga ist da vorne, aber Karius hat den Ball. Clemens. Flanke ins Zentrum. Da sind jetzt nicht so viele Abwehrspieler. Clemens. Wieder die Flanke. Co. Okazaki Geis. 3-1. 90. Minute, das Spiel ist gelaufen. Das werden die jetzt nicht mehr aufholen können.
Ja, super gemacht. Keine Frage. War aber auch ein leichtes Spiel. Es waren nicht viele Verteidiger da. Und da ist das 3-1. Johannes Geist. Geist, nicht Geist. Ja, und ein verzweifelter Schuss nach vorne von den Hamburgern. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Oh, und so ist es dann auch. Der HSV verliert auswärts 3-1 gegen den FSV Mainz 05. 3 Punkte gehen nach Mainz. Und ja, super Spiel von den Mainzern. Anfangs das 1-0 der Hamburger, relativ unerwartet, konnten sie aber nicht drauf aufbauen und jetzt nochmal die besten Szenen aus der Begegnung. So, das waren also jetzt die besten Szenen aus dem Spiel. Jetzt nochmal die Abschlussspielanalyse. 3-1 Tore, 5-7 Schüsse, 3-3 Schüsse aufs Tor, 48-52% Ballbesitz, 6-7 Zweikämpfe, 0-2 Fouls, 0-2 gelbe Karten, 1-1 Ecken, 60-42% Schussgenauigkeit und 87-88% Passgenauigkeit. Spieler der Partie ist Geis mit 7,7. Die schlechteste Bewertung bei Mainz hat Bungert mit 6,0. Die beste Bewertung beim HSV hat Müller mit 6,9. Die schlechteste ist Rajkovic mit 4,0. Das war's hier aus Mainz. 3-1 gewinnt der FSV Mainz 05 gegen den Hamburger SV. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was tippt ihr? Wie geht dieses Spiel aus? Und wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag wieder zum langsam kommenden Saisonende. Es ist ja nicht mehr lang, dann ist die Saison zu Ende und dann wird's interessant, wer absteigen muss. Das auf jeden Fall dann in den nächsten Partien des Bundesliga-Orakels 2014, 2015. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann und tschüss.